ich hatte so ein Glück, ich konnte studieren und alles machen und ich will davon was echt auch zurückgeben. Und das ist das, was mich antreibt. German Doctors gibt einem da einfach auch total gut die Möglichkeit, weil die Strukturen einfach da sind. Das System einfach schon gut ist mit den lokalen Leuten vor Ort. Ich weiß ja nur von Kenianern oder jetzt gerade die Leute in Nairobi, ist, dass es einfach ist, dass die immer das versuchen, das Positive zu sehen und immer weitermachen und irgendwie Freude und Spaß trotzdem versuchen zu versprühen. Auch wenn sie gerade die Diagnose bekommen haben, dass sie HIV-positiv sind und vielleicht sogar noch Tuberkulose haben und trotzdem sagen, hey, ich gehe es an und ich will leben und ja, ich will für meine Familie da sein. Perfekt Englisch? Ja? I'm her sister. Ja, yeah, okay. Is it painful? No. What about the stool? Does he also lose the stool? Natürlich, weil das so interessant ist, weil man nirgendwo sonst so in Kontakt mit Menschen von einer anderen Kultur kommt, dass man so nah mit denen einfach ist. Und wir sind halt einfach alle Menschen und wir ticken gleich und dass man ja eine Verbindung tritt. Das ist was anderes, als wenn man rumreist. Bildung, fließend Wasser, Gesundheit, genügend zu essen, das sind die Basissachen, die ich jedem Menschen wünsche.